Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, hier bei Gangduell in unserem neuen Büro in der Taubenstraße. Ich bin Benny, ich bin mobiler Entwickler hier bei Gangduell und ich freue mich, Lars Vogel heute anmoderieren zu dürfen, denn Lars Vogel ist, ja, ich finde, einer der wichtigsten Sprecher im Android-Umfeld und ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt und zwar auf der DroidCon bei einem Workshop. Und der Workshop hat mir echt so gut gefallen und geholfen, dass ich gesagt habe, Lars, du musst unbedingt bei einem unserer Tech Talks sprechen. Und genau das macht er heute für euch hier in unserem Büro. Und diese Tech Talks, die veranstalten wir übrigens in regelmäßigen Abständen, damit wir eben den Austausch zwischen Entwicklern schaffen. Und ich würde mich auch sehr freuen darüber, wenn im Anschluss auch ein paar Fragen gestellt werden und ihr auch direkt auf mich zukommt, dass wir den Austausch eben ja, vornehmen können und uns ein bisschen unterhalten können, wo halt eben die Schwerpunkte oder gerade Probleme in der Android-Entwicklung sind. Aber bevor es jetzt hier mit dem Tech-Talk gleich losgeht, wird uns Boris noch was über Gameduel erzählen, damit er so einen kleinen Überblick hat. Von Gameduel und guter Stichpunkt ist danach Networking. Wir befinden uns jetzt hier im neuen Gameduel-Büro, in unserer neuen Lounge. Das war mal das alte Sat1 RAN Sportstudio. Also hier vor Lars Vogel stand hier schon Jogi Löw und Franz Beckenbauer wahrscheinlich. Und mit dem Anschluss für das Network haben wir hinten ein paar Bagels und Drinks serviert. Und wer rauchen möchte oder ein bisschen frische Luft im Anschluss schnappen möchte, der kann hier vorne hochgehen auf die schöne Dachterrasse. Die befindet sich direkt hier drüber. Und zum Thema Mobile, wir haben mittlerweile 4 Android Gaming Apps as a Service draußen, seit Dezember letzten Jahres auf das Kindle Fire und haben weitere Titel gerade in der Pipeline und wie gesagt, wir freuen uns darauf, mit euch da über diese ganzen Fachthemen im Nachhinein zu sprechen und Benny und andere von unserem Team sind da, mit denen ihr dann alle ganz stark fachsimpeln könnt. Ich kann da inhaltlich leider nicht so viel beitragen. Ich glaube, ihr sucht auch Entwickler, oder? Ich will das nicht so laut sagen. Ich glaube, viele suchen Entwickler, wir suchen besonders viele gute Entwickler. Also wenn ihr Interesse habt, natürlich jederzeit, kann uns wenden und wir stellen tolle Spiele her. So, aber wir übergeben jetzt. Danke, ich hoffe. Ja, vielen Dank von meiner Seite, vielen Dank für die Ankündigung. Ein schöner Platz zum Arbeiten, also kann man sich gut vorstellen, hier zu arbeiten. Berlin gefällt mir sehr gut, ich komme vom Dorf und irgendwie scheint es hier so ein großes Dorf zu sein, leere Straßen, kein Mensch, in den Kneipen, also gefällt mir sehr gut. Vielleicht gucken wir einen Fußball oder so. Jetzt geht es um Android-Entwicklung. Ich werde versuchen, nicht 90 Minuten zu reden, sondern euch Fragen zu stellen. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn das so eine große Gruppe ist. Da gibt es nachher noch eine Geheimwaffe, um euch zu motivieren, Fragen zu stellen. Ganz tolle. Worum geht es jetzt? Ich werde versuchen, Android einzuführen. Ich werde euch auch gleich fragen, wie viel ihr bei Android wisst. Dann mache ich das ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer. Also ich bin da ein bisschen flexibler inzwischen. Ich glaube, ich muss mich auch vorstellen, das mache ich gleich. Dann programmiere ich ein bisschen, das mache ich immer so gerne. Ich finde, auf Slides ist das immer so leicht. Sieht man das, wenn man das dann auch mal in der IDE sieht, sieht man dann, dass es dann wirklich leicht ist oder schwer. Deswegen trinke ich auch kein Bierblatt. Muss man ein bisschen programmieren. Falls ich dann noch Zeit habe, werde ich auch ein bisschen so hübschere Sachen zeigen. Ich kenne mich mit Spieleprogrammierung gar nicht aus. Also ich habe schon ein bisschen was mit Canvas gemacht. Also gerade Spieleprogrammieren, das jetzt einfach mal weg. Und OpenGL auch. Das sind auch so zwei Stellen, die ich eigentlich nicht so kann. Ich bin eher Anwendungsentwickler und versuche es dann trotzdem manchmal hübsch zu machen. Und darum geht es dann auch heute. Okay, ganz kurz, wer bin ich? Mein Name ist Lars Vogel. Ich bin seit heute Geschäftsführer einer GmbH. Ich hoffe, morgen meinen ersten Mitarbeiter zu entlassen. ansonsten bin ich jetzt schon relativ lange Eclipse-Committer. Ich gebe schon relativ lange Schulungen und entwickle auch Android-Applikationen. Ich war auch schon mal Leiter von der Entwicklungsabteilung 20 Leute. Wir haben auch Android-Applikationen entwickelt. Das war dann ein anderes Team, ein kleineres Team. Das mache ich auch immer gerne noch. Aktuell gebe ich viele Schulungen und darf manchmal auf Konferenzen reden, ist auch mal ganz schön. Ja, und freue mich heute hier zu sein, das ist echt schön. Aus Berlin, wirklich eine Stadt, da könnte man auch leben, fällt mir gut. Gut, soviel zu mir. Jetzt vielleicht ganz kurz zu euch. Wer ist denn hier Android-Entwickler? Ich würde sagen, so ein gutes Viertel der Anwesenden ist Android-Entwickler. Wer ist denn Java, also gut, gut hat geklappt, ein Handzeichen. Wer ist ein Java-Entwickler? Ja. Okay, das würde ich jetzt sagen, 60-70%. Wer ist nichts davon, was ich gerade gefragt habe?
Okay. Alle raus, bitte. Es könnte auch sein, dass iPhone-Entwickler hier sind, die mal hören wollen, was das die Konkurrenz macht. Das ist gut. Wir hatten schon ein Android-Telefon. Also, wer ist Benutzerin? Ein Android. Das ist echt schwer zu sehen. Ich würde auch sagen, so 70-80% werden erst 5. Wer hat auch ein iPhone? Okay. Meine Frau will auch ein iPhone wieder haben. Ist gar nicht so schön. Also dann ganz kurz, was ist das? Mal ganz schnell. Was ist Android generell? Das ist natürlich ein Open-Source-Projekt. Wird hauptsächlich so 99,9% von Google getrieben. Basiert auf dem Linux-Kernel und hat hauptsächlich ein Java-Programmierinterface. Also wer C, C++ gerne programmiert, der kann das auch machen. Das ist ein Native Development Kit. Aber eigentlich will man den kleinen Java programmieren. Man kann fast alle IDEs benutzen auf der Welt, also integrierte Linux-Environments. Das Sinnvollste ist aber Eclipse zu benutzen, weil das Tooling von Google selber entwickelt wird für Eclipse. Und die Jungs sind auch ganz gut. Wenn ihr auch Eclipse kommt, dann kennt ihr so ein bisschen. Und die bemühen sich sehr, dass das Tooling immer besser wird. Also wer letztes Jahr in meinem Workshop war, an der DroidCon, der musste noch erleben, wie ich sage, oh, der Emulator, der funktioniert fast nicht. Langsam ist er. Leute vor einem Jahr haben das gesagt. Genau. Seit mehreren Wochen ist er schnell. Muss man nur richtig einstellen. Genau, also da wird gerade viel gemacht. Trotzdem wünscht man sich natürlich immer Verbesserung, aber sie sind da sehr aktiv dabei. Und manchmal wird man von Java-Leuten gefragt, ob man das auch automatisch bauen kann. Ja, das geht mit Android oder Maven und was weiß ich. Okay, also das ist Android aus 10.000 Meter Höhe. Heute stelle ich wahrscheinlich nur die User-Interface-Komponente von Android vor. Das sind die Activities. Activities sagt man immer so gerne, das ist so eine Bildschirmseite. Ja, also wenn ich eine Android-Applikation schreibe, ist die Aktivität das, was einen Bildschirm füllt, in den meisten Fällen. Ich glaube, JavaDoc sagt, eine Aktivität ist a single focus thing, which a user can do. Ja. Deswegen Bildschirmseite ist nicht ganz hundertprozentig korrekt, weil eine Aktivität könnte auch durchsichtig sein oder im Dialogmodus geöffnet werden. Dann fühlt sich der Bildschirm nicht ganz. Aber trotzdem kann man sich das so vorstellen. Und eine Aktivität ist dann de facto eine Java-Klasse, wenn man Java programmiert, wie gesagt. Und meistens hat man dann das Layout-File, was diesen Bildschirm beschreibt, und als XML-File hinterlegt. Man kann das auch im Code machen, das macht man aber relativ selten, weil es eigentlich schöner und schneller geht, in XML das zu machen. Ja? Also ich habe so eine Aktivität, die besteht aus einer Java-Klasse und das ist ein XML-File, die werden dann irgendwie verknüpft, sehen wir gleich, und da muss man es noch deklarieren in so einem Manifest, Android Manifest XML. Und da haben wir so eine Bildschirmseite definiert. Das wollen wir uns mal anschauen. Also, wir legen mal ein neues Android-Projekt an. Wir sagen, wir programmieren gegen das neueste API, was von Google kommt. Geben den ganzen Package-Namen, Test und irgendwas, Main Activity. Okay, fertig, Android-Applikation ist erstellt. Ich kann jetzt auch schon starten auf meinen blitzschnellen Emulator. Das sieht dann so aus, kannst du gut sehen. Also es ist einfach nur ein Icon, der Titel, den ich gerade eingegeben habe, ein Screen. Hello World Main Activity, also das klassische Hello World Example, was man immer programmieren muss. Und so ein bisschen Farbverlauf sieht man da auch schon. Also sieht gar nicht so hässlich aus. iPhone-Entwickler lachen jetzt. Gucken wir uns mal an, was wurde jetzt hier für uns generiert. Wir haben eine Java-Klasse generiert bekommen, die erweitert Aktivität. Also Android funktioniert über das Vererbungsmodell. Meine Hauptaktivität, habe ich gerade Wizard eingegeben, soll Main Activity heißen, die erweiterte Activity. Da gibt es die sogenannte Lebenszyklusmethode on Create. Und da setze ich ein Layout. Ja, super rufe ich auf, das muss ich machen nach API-Kontrakt. Und dann sage ich, kommt ein Layout rein. Das ist ein XML-File. Das liegt jetzt in einem Folder in meinem Projekt. Wollte ich nicht hin. Und beschreibt jetzt im Prinzip das Aussehen meiner Applikation. Ja, kann ich direkt darauf zugreifen. Es gibt da, für die Leute, die kein XML mal mögen, gibt es die Möglichkeit, direkt hier per Drag and Drop mit irgendeinem User Interface zu erstellen. Da sieht man,
relativ schön, kann man per Drag und Drop das reinmachen. Ich kann aber auch so Strukturinformationen mir dazu anzeigen lassen. Mache ich das mal ganz kurz, Outline View. Ja, dann sehe ich, das sind offensichtlich drei sichtbare Elemente, so habe ich ja gerade gesehen, 1, 2, 3 und da drüber ist noch irgendwas. Schauen wir uns das mal im XML an. Ich habe jetzt hier oben etwas, was sich Linear Layout nennt, das ist da ganz oben und da drin sind drei Elemente. Was da drin ist, nennt sich in Android View, in anderen Programmiersprachen nennt man das dann eher Widgets oder in anderen Programmierumgebungen eher Widgets, also das sind so UI-Controls, die ich da direkt reinhängen kann. Zeige ich nachher auch nochmal, wie man eigene erstellt. Man muss nicht nur die Standards benutzen. Und drumherum gibt es so einen Layout-Manager, der ist dann verantwortlich für das Layout. Dann kann ich das auch, den kann ich auch Bescheid sagen, dass er jetzt die anders layouten soll. Jetzt haben wir so eine Untereinander-Anordnung. Wir können das mal umschalten, dann werden die jetzt nebeneinander. Der ist netterweise so eingestellt, dass er alles verdrängt. Also sei so groß, wie es geht, steht da am Layout-Attribut dran. Deswegen verdrängt er alle, deswegen macht das jetzt gerade nicht so viel Sinn. Ich stelle das also wieder um. Aber also hier mehrere Buttons, zwei brauche ich auch nachher. Und kann jetzt weitermachen. Also es gibt schon relativ viele UI-Komponenten, die ich hier auch direkt nutzen kann. Also ich habe jetzt hier so ein schönes Date and Time. Ich kann auch sowas mir hier reinziehen. So einen kleinen Kalender, einen Date Picker. Ich kann auch ein Image irgendwie reinhängen. Image-View und entsprechend das Ding mal raus. Kann also relativ schnell mir ein User-Interface erstellen, wenn ich das jetzt neu starte. Dann kommt nach kurzer Zeit die Applikation und ich sehe sie. Das ist ein bisschen verzerrt durch den Beamer, also sieht normalerweise noch ein bisschen besser aus. Jetzt kann ich auch schon Sachen eingeben, also die Logik ist auch schon da. Passiert natürlich noch nichts, wenn ich auf die Buttons klicke. Na, das würde ich jetzt auch gleich machen. Okay, also man kommt relativ schnell rein. Das ist eine Aktivität, die besteht aus einer Java-Klasse und aus User-Interface-Komponenten. Vielleicht ganz kurz, also ich will euch jetzt nicht komplett Android-Programmierung beibringen, aber dass man das mal gesehen hat, es gibt dieses Android-Manifest XML. Das muss im Prinzip alle meine Komponenten deklarieren, alle Android-relevanten Komponenten, also Ausnahmen bestätigen hier die Regel. Und da steht jetzt zum Beispiel drin, ich habe eine Applikation, ich habe diese Aktivität, das ist meine Klasse, dass ich das gemerkt habe, Main Activity, da gibt es noch sogenannten Intent-Filter, da steht jetzt dran, das ist die Aktivität, die gestartet werden soll, wenn die Applikation gestartet wird. Ja. Da gibt es noch hier so eigene Label für die Applikation drumherum. Ich sage noch, gegen welche Version ich programmiere, gegen die neueste und beste, 15, und dann noch eine andere. Also hier würde ich auch Sachen wie reinschreiben, wie wenn ich bestimmte Berechtigungen brauche, wenn ich selber Berechtigungen deklariere oder wenn ich Libraries nutzen will, wie zum Beispiel Google Maps, dann würde ich das hier auch deklarieren. Ja, also hier kommt alles rein, was Android irgendwie auszeichnet. Ich will jetzt mal Logik anfangen reinzubauen. Ich möchte, also ich habe jetzt mal so mein Layout gemacht. Hier in der Java-Klasse hat sich erstmal nichts verändert. Ich habe immer nur noch dieses Layout referenziert, funktioniert trotzdem, kann schon Sachen eintippen, kann den Emulator drehen, das klappt irgendwie auch, dreht er sich automatisch für mich mit, netterweise. Okay, ich möchte jetzt meine Logik hier einbauen. Da gibt es mehrere Methoden, ich zeige die mal von mir präferierte. Ich kann jetzt hier auf diesen Button einfach eine On-Click-Methode definieren. Ja, die kann ich nennen, wie ich will. Also ich setze hier eine Property, ich sage, dieser Button, Property OnClick ist mit einer Methode verbunden, OnClick, Namensgleichheit hilft auch manchmal wiedererkennen. Und jede Aktivität, also jede Java-Klasse, die dieses Layout benutzt, muss jetzt eine Methode OnClick definieren. Ja, die wird dann automatisch aufgerufen, wenn ich jetzt auf diesen Button klicke. Starte ich das jetzt, habe ich die Methode ja noch nicht definiert, kriege ich so eine schöne Exception. Da sieht man hier unten, it stopped, illegal, could not find, method on click. Gut lesbar an der Stelle. Also muss ich on click definieren. So schön schnell geschrieben. Okay, ich habe jetzt eine Methode definiert, da muss eine bestimmte Methodensignatur dran kleben. Dann kann ich meinen Post definieren. Hello. Okay. Starten wir nochmal.
Und mal gucken, jetzt dürfte keine Exception mehr kommen. Nee, doch, warum? Ich habe das L groß geschrieben im Layout, Matteo, ne? Ja. Das ist das alte Unix. Also Windows-Leute kennen das ja nicht, dass groß und klein schon relevant ist. Die schreiben dann ihre E-Mails auch so. Weil ich bin da eigentlich aus dem Unix-Umfeld, also müsste ich eigentlich wissen. Danke, hätte ich jetzt gar nicht so schnell gesehen. Also hallo Game Duel. Jetzt kommt so ein Toast hoch. Toast. Hat man gesehen, der steht da kurz und verschwindet wieder. So ein kleiner Dialog, der einfachste Dialog. Erkläre ich immer gerne, der Toast, also aus dem Toaster springt dann raus, bleibt ein bisschen in der Luft und fällt wieder runter. Das ist also die Nachricht, die wir hier gesehen haben. Ist also relativ schnell da, irgendwelche Logiken ranzubauen. Okay. Ja, also irgendwie jetzt fantastische Applikation könnte ich jetzt schon in den Google Play Market stellen. Wenn ich mich mit Android beschäftige, dann bin ich relativ schnell auch bei dem Intent-Konzept. Also ich habe jetzt ja eine Bildschirmseite definiert. Und die ist schön und funktionell und sieht gut aus. Aber manchmal will ich ja noch eine zweite Seite definieren. Ich will mich irgendwie auf eine zweite Seite haben. Und da nutzt Android das Konzept von den Intents. Ein Intent ist ein abstrakter Datencontainer erstmal, der irgendwelche Daten beinhaltet und der erstmal gar nichts tut. Und den kann ich dann den Android-System übergeben, komponentenspezifisch. Und Android guckt dann in diesen Datencontainer rein und sagt, okay, da steht das und das drin, also werde ich etwas tun. Hört sich schön abstrakt an. Also machen wir es mal kurz. Ich möchte jetzt, wenn der Button geklickt wird, etwas tun. Also ich sag mal, ich möchte eine zweite Aktivität starten. Ja, also ich habe jetzt hier eine zweite Aktivität, Klassen definiert. Kleine Feinheit, ich habe etwas vergessen bis jetzt. Und dem möchte ich noch ein Layout zuweisen, vielleicht ein neues Layout. Das heißt, ich kopiere mir mal das existierende Layout. Könnte ich jetzt natürlich wiederverwenden, aber dann würdet ihr keinen Unterschied sehen. Das wäre dann also doof, was auch sehr nichts passiert ist. Und sage jetzt mal, da kommt so ein kleiner Spinner rein. Ja, Spinning Wheel, ja schön. So, den möchte ich jetzt starten. Also ich sage jetzt hier, es gibt einen neuen Intent und beschreibe jetzt schon ziemlich genau, was ich haben will. Ich sage also, diese Klasse soll dann gestartet werden. Jetzt passiert natürlich noch nichts. Ich habe ja gesagt, Intent ist so ein dummer Datencontainer. Den muss ich jetzt Android übergeben und Android findet dann für mich raus, was es tun soll. Start Activity. Gucken wir mal nach. Ich habe vergessen, wer Android-Entwickler ist. Wenn ich das jetzt starte, funktioniert das oder nicht? Nein. Ja, sehr gut. Ihr wisst das schon. Die anderen können es nicht wissen. Ich habe ja vergessen, das im Android-Manifest zu deklarieren. Ein typischer Anfängerfehler. Also ich muss diese, hatte ich vorhin ganz kurz gesagt, ich muss hier im Prinzip jede Komponente von Android hier deklarieren. Sonst kennt Android das nicht. Also muss ich da auch jetzt sagen, dass diese großen Planschrauben diesmal richtig, glaube ich. Dass diese Komponente aber existiert in diesem Manifest. Sonst würde Android sagen, die kennt er nicht. Dient dazu, dass Android besonders schnell ist. Also Android möchte eigentlich nicht zur Laufzeit versuchen herauszufinden, ob irgendwelche Komponenten existieren. Wir Java-Leute nennen das ja so Class Path Scanning. Das will er eigentlich nicht machen. Sondern er möchte bei Installation der Applikation wissen, was kann die, welche Komponenten hat er sich und sich die merken. Damit wenn dann irgendeiner 3 Jahre später sagt, ich möchte diese Klasse starten, dass er weiß, oh, die Klasse gibt es ja und die darf er auch starten. Wenn ich das nicht gemacht hätte, also hätte ein Android-Programmierer das jetzt falsch gesagt, hätten wir im Log gesehen, Component could not be found or initialized oder ähnliches. So, super. Also funktioniert, hab noch vergessen, das Layout zu setzen. Second habe ich gerade definiert. So viel Mühe gemacht und es dann gar nicht benutzt. Also nochmal kurz gestartet. Okay. Ja, jetzt habe ich auch mein Spinning Wheel. Habe mich also irgendwie zwischen meinen Komponenten hin und her bewegt. In diesen Intent kann ich auch Daten transferieren. Also ich kann jetzt auch Daten mitschicken, die kann ich dann in diesen Datencontainer reintun. Da
da muss eine bestimmte Logik existieren, also ich kann primitive Datentypen rein tun oder Serializables oder Parsables. Und die kann er da drüben empfangen und auswerten und damit arbeiten. Ja, das ist gut. Jetzt möchte ich mal einen Browser starten. Ja? Also, erstmal habe ich ja zwei Buttons. Irgendwie würde ich jetzt auch gerne mal eine unterschiedliche Logik haben. Also ich switch jetzt mal einfach. GetViewID ist das, glaube ich, hier. Nee, GetID einfach. Also ich hole mir mal die ID meines Buttons, der da geklickt wurde. Das steht hier drin, also hier steht eine ID, so ein bisschen kryptisch, aber da steht jetzt Button 2. Und darüber kann ich jetzt ja switchen, dann sage ich mal RID. Button 1, Button 2, mein unglaublich hübscher Toast und meine zweite Aktivität wird jetzt beim ersten Button gestartet. Und hier möchte ich jetzt was anderes machen. Ich möchte jetzt hier New Intent, haben wir hier wieder was, das, this und jetzt sage ich mal Chrome Browser, Class. Die haben so. Das ist jetzt nicht gut, wie ich es gemacht habe. Ich habe jetzt ja im Prinzip vorausgesetzt, dass jemand den Chrome-Browser installiert hat. Also es gibt auch Syntaxfehler. Ich weiß gar nicht, ob es die Klasse gibt. So. Aber ich wollte mal zeigen, wie man es nicht machen soll. Man will jetzt ja nicht hart auf einen Browser programmieren. Weil wir sind ja so unglaublich flexibel und frei in der Android-Welt. Da kann ja jeder seinen eigenen Browser installieren. Und ihr könnt auch einen eigenen schreiben und seid genauso gleichberechtigt wie der Browser auf der Android-Standard-Plattform. Das heißt, das wäre schlecht. Dann müsste ich ja als Programmierer immer abfragen, ob der den Chrome-Browser installiert hat. Auch wenn das vielleicht der beste Browser ist, ich mag den vielleicht, ist also eher kein guter Stil. Das heißt, das will ich nicht machen. Ich will nicht hart drauf auf einen Browser konfigurieren. Da können ja beliebige Dinge da entsprechend drauf sein. Also, gucken wir mal an, was es noch ist. Es gibt Action und UI, das ist schon mal ganz gut. Dann gucke ich mal nach. Action, ich glaube U. Ich möchte jetzt was sehen. Ich will mir eine Webpage anschauen. Ich hoffe, ich bin noch im Internet. Und möchte also, suche mein Netzteil. Ich möchte also eine Webpage sehen. Und das ist eben Action View. Das beschreibt einfach abstrakt, was ich da sehen will. Ganz kurz mal schauen, wo das Netzteil sich versteckt. Ist immer so unangenehm, wenn in der Präsentation der Rechner ausgeht. So. Also Action View. Jetzt muss ich nur beschreiben, was ich sehen will. Ich kann ja verschiedene Sachen sehen. Ich kann mir Geokoordinaten mir anschauen wollen oder eine Webpage. Also kann ich jetzt mal sagen, UI, Paris. Und sag mal, ich will jetzt Google. Ich möchte irgendwie Google einbauen bei mir. Ja, sieht gut aus. Soll ich natürlich noch starten, das Ganze. Zweiter Button, sollte mein Browser starten. Es kann sein, dass mein Emulator nicht im Internet ist. Gut, aber hat schon funktioniert. Also kann sein, dass er jetzt Timeout kriegt, weil er gerade nicht im Internet ist, mein Emulator. Aber hat funktioniert. Und das ist eigentlich viel besser. Also ich habe jetzt hier nicht mehr gegen eine harte Klasse programmiert, sondern nur noch beschrieben, was ich machen möchte. Ich möchte etwas sehen und sage eine URL. Jetzt ist es egal, welcher Browser installiert ist. Weil ein Browser, eine Browserkomponente kann sich über das Android-Manifest über einen sogenannten Intent-Filter einfach registrieren. Für ich möchte Webseiten schauen. Und dann würden alle aufgerufen werden, die Webseiten schauen können. Also eine viel bessere und schöne lose Kopplung, die man da erreichen kann. Deswegen, wenn Android Telefon hat, und da gibt es ja immer diesen Share-Button, also ich möchte etwas sharen, teilen mit meinen Freunden, dann poppen ja dann alle möglichen Applikationen hoch. Also Google Mail, Twitter, Facebook, Zing, was es da alles an Social Networks und Sharing-Applikationen gibt, WhatsApp. Und das funktioniert einfach über diesen Mechanismus. Ich kann mich registrieren für eine bestimmte Aktion.
einfach über so einen Fanfilter, den wir gerade ganz kurz schon mal für die Main Activity gesehen haben. Und dann bin ich genauso gleichberechtigt wie alle anderen Komponenten. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft bei Android. Und als Programmierer muss ich mich nicht darum kümmern, dass bestimmte Klassen da sind. Also ich brauche jetzt nicht nachschauen, hat der Mozilla Firefox installiert, sondern ich sage einfach, mach eine Webpage auf. Bei einer Webpage kann ich relativ sicher sein, dass ein Browser auf dem Gerät ist und dann funktioniert das einfach. Okay. Das funktioniert natürlich für vieles andere auch. Also hier nochmal zwei Beispiele zusätzliche. Also hier, das war, was ich gerade gezeigt habe. Einfach mal eine Webpage aufmachen. Ich kann aber auch sagen, wähle mal eine Nummer. Und je nachdem, welche Telefonapplikation auf dem Gerät drauf ist, würde die dann diese Nummer wählen. Ich könnte auch Dial sagen. Dial ist ja drauf, Call. Call könnte ich auch sagen, da würde direkt die Nummer nicht nur wählen, der Benutzer müsste noch klicken, sondern würde ich auch direkt auf die Wähltaste drücken. Da brauche ich aber eine bestimmte Berechtigung, das darf man nicht so automatisch machen. Oder ich kann sagen, Geokoordinaten anschauen und alle Karten, die dann irgendwelche Geokoordinaten darstellen können, würden dann darauf reagieren. Und ich kann auch Kommunikation haben, also ich kann zum Beispiel sagen, Pick, Action, Pick und dann ein Image. Und dann werden alle Applikationen, die irgendwie Images verwalten, aufgerufen. Ich kann mir eine Grafik auswählen und das Bild kann ich dann irgendwie bearbeiten. Also es ist eine ganz schöne komponentenbasierte Entwicklung. Ich kann damit in meiner Applikation Dinge einbauen, die ich selber nicht programmiert habe. Und für den Benutzer sieht es aus, als ob das ein kontinuierlicher Fluss ist. Ich brauche die Applikation nicht verlassen. Ich starte irgendwas. Wir Android-Programmierer reden da gerne von Task. Also ich habe so ein Task. Nicht mehr die monolithische Applikation, in der ich mich bewege, sondern ich springe einfach zwischen Komponenten. Okay, jetzt ist die große Frage, sind Android-Applikationen hübsch? Ich würde sagen, ja. Jetzt ist aber wahrscheinlich so, default-mäßig sind sie vielleicht nicht ganz so hübsch. Können wir jetzt argumentieren. Ich möchte mal eine Liste programmieren. Ich möchte jetzt einfach mal so eine kleine Default-Liste programmieren. Was habe ich denn hier noch drauf da? Das, Android. Playout. Und simple. Das ist String. Okay, das sollte funktionieren. Schauen wir mal. Okay. Also immer noch gleich Einstiegspunkt. Falscher Kopf wahrscheinlich. Genau. Habe jetzt mal eine Liste erzeugt. Also so gesagt, das List-View, das ist das Kontroll, was mir List-Elemente anzeigen kann. Man sieht hier einfach eine Liste von Betriebssystemen. Ich kann schon scrollen und alles. Gut. Ist aber nicht notwendigerweise hübsch. Ja, also das Default-Theme von Android ist dunkel. Das ist gut, weil es Energie spart. Es ist nicht so attraktiv wie vielleicht andere Default-Layouts. Das heißt, ich muss mich eigentlich damit beschäftigen, die hübscher zu machen. Ja, jetzt kann ich natürlich jedes einzelne Element da irgendwie adressieren und so, aber Android hat das Theming. Ganz schöner Weg, seine Applikation ein bisschen aufzuhübschen und auch relativ schnell. Gucken wir mal ganz kurz, wie das geht. Wie wieder das Android Manifest. Ich möchte jetzt sagen, ich möchte ein Theme benutzen. Ja, ich möchte einfach sagen, nicht die ganze Applikation, sondern nur diese Komponente soll jetzt gethemed werden. Da kann ich einen vordefinierten Stil nehmen von Android. Also ich kann Style benutzen. Und jetzt müssen wir schauen, Theme. Holo Light, den habe ich immer gern. Ja, das ist jetzt das helle Default Layout von Android. Schauen. Ja, habe jetzt im Prinzip gesagt, okay, jetzt möchte ich nicht mehr dunkel sein, sondern hell und alles jetzt einfach mal in Anführungsstrichen hübscher. Also wer hell mag, ist auf jeden Fall hübscher. Ich kann solche Styles auch erweitern, also ich kann den Holo Light Theme. Der definiert eben für alles mögliche Buttons und so weiter Default-Verhalten und ich kann den erweitern, ich kann den also
erben davon und dann einzelne Attribute überschreiben. Also ich kann dann sagen, ich will normalerweise aussehen wie HoloLite und nur die Liste soll einen anderen Hintergrund haben. Das mache ich jetzt mal nicht, aber können wir ein Beispiel dazu zeigen. Das ist jetzt auch nicht so überraschend wahrscheinlich für euch gleich, aber gucken wir mal zwei, also eine Standardliste und eine bisschen spezieller gestylte Liste, also mit so einem Hintergrund, so ein Quick, so ein kleiner Hintergrund. Kann ich also ein bisschen was machen und seit Android 4.0 sieht es dann auch so aus, wie ich es getestet habe. Ich schimpfe immer gerne auf HTC, wenn ich Vorträge halte. Das ist immer ein begeisterter HTC-Benutzer oder Vertreter der Firma. HTC hat, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, in der Vergangenheit die Themes, die Standard-Themes von Android ganz gerne mal angepasst. Also wenn ich dann entwickelt habe und habe alles getestet, und dann kam, man hat ja selber dann keine HTC-Geräte gehabt, kamen dann Leute mit HTC-Geräten und da sah das nicht mehr so hübsch aus, weil die irgendwelche Default-Farbeinstellungen verändert hatten. Zusätzlich hatten noch mehr Checks drin. Also wenn man einen Fehler gemacht hat, dann hat man das auf Samsung nicht gemerkt, sondern bei HTC. Das war dann auch nervig, aber da hatten die dann recht. Das heißt, früher konnte ich mich da gar nicht so drauf verlassen, dass ein Default-Theme auf dem Gerät unverändert da ist. Da musste ich das ganze Theme selber machen. Seit Android 4.0 schreibt Google vor, jedes Gerät, was sich Android nennen möchte, muss die Holo-Themes unmodifiziert drauf haben. Das heißt, da kann ich mich drauf verlassen, ab Android 4.0, dass wenn ich Holo erweitere, also wie in meinem Beispiel, ich nutze jetzt Holo und ich teste das dann, dass das dann auch auf jedem Gerät so aussieht. Das ist also auch schon mal ganz schön. So, okay. Also nochmal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt also hier so Layouts angelegt und das sind vordefinierten Views bedient. Das ist gut und funktioniert auch gut. Und man hat auch eine reichhaltige Auswahl und die wird auch immer größer. Manchmal will man aber auch irgendwas Eigenes haben, eigenes Control. Also bei Spielen muss man sowieso wahrscheinlich alles selber zeichnen. Aber auch sonst will man vielleicht mal so ein abgerundetes Image haben oder so. Und dann muss man eigene Views erstellen. Das geht, ist auch nicht so kompliziert, weil wir haben zum Glück die View-Klasse. Mit relativ übersichtlich, was ist hier los? Wann ist das nicht mehr drin? Relativ übersichtlich, ich glaube 11.000 Zeilen Code. 15.000, genau 15. Sehr gut, hat sich einen Späßel erlaubt. 15.000. Sehr gut, also objektorientierte Kapselung. Das ist die Basisklasse für alle sichtbaren Komponenten. Die kann ich auch genauso nutzen. Also ich kann die jetzt einfach einbinden und dann funktioniert die auch gut. Ich kann die dann auch erweitern und bestimmte Dinge übersteuern. Das mache ich jetzt mal. Ich sage jetzt mal, ich will mal euch Touch zeigen. Also Touch auf dem Gerät. Drawing View nenne ich das Ding und sage ich hier weiter View. Jetzt meckert er ein bisschen, weil er irgendwelche Konstruktoren von mir erwartet. Ich zeige euch das direkt. Okay, dann brauche ich den. Also, ich habe jetzt ein View und ich erweitere View und muss super aufrufen. Ein View folgt dem OwnerDraw-Prinzip, also der zeichnet sich selber. Und da gibt es eine Methode, die nennt sich OnDraw. OnDraw, 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 die ist hier. Und die bekommt ein Canvas. Ja? Kennt man ja heutzutage, glaube ich. Das ist eine leere Zeichenfläche, hat Microsoft erfunden. Und da kann ich dann mit primitiven Zeichenoperationen verspiegelte Wasseroberflächen zeichnen. Ich mache das jetzt nicht verspiegelte Wasseroberflächen, das schaffe ich nicht. Ich möchte einfach einen Strich zeichnen. Ich sag mal, ich brauche jetzt eine neue Farbbürste. Ja, also ich muss erstmal sagen, womit male ich denn? Das ist ja Paint, ne? Paint, schreibe ich so. Ich habe einen kleinen Paint angelegt, den konfiguriere ich noch. Das schummel ich mal. Paint, Config. Ist langweilig, wenn ich das schreibe. Und dann will ich noch etwas mir merken. So, das will ich mir eigentlich als Felder generieren. Okay.
Also Paint ist so eine Farbbürste, da sage ich, mit welcher Farbe male ich, wie sieht der Winkel aus, ist das abgerundet und so weiter, wie dick ist der. Und Fahrt hat die Möglichkeit, sich einfach Punkte und Verbindungen zu merken. Ja, der kann sich einfach merken, wo war ich, wo bin ich, wo wurde lang gezeichnet. Das will ich mal malen. Also ich will jetzt einfach auf diesem Canvas erstmal vielleicht irgendeine Farbe malen. Sagen wir mal, wir machen den mal rot. Und wenn ich dann auf meinem Canvas eine rote Farbe gemalt habe, möchte ich meinen Pfad malen. Sage ich also Canvas Draw Path. Okay. Jetzt will ich den auch benutzen. Und wo man aussieht, wie der aktuell aussieht. Ich mache mal wieder meine Listenaktivität kaputt. Also meine Liste ist jetzt demnächst wieder kaputt. Das mache ich mal so gern. Also weg damit. Und sage jetzt, ich nutze meine eigene View. New Drawing View habe ich den genannt. So, das sollte funktionieren. Mal sehen, ich weiß gar nicht, ob das da jetzt war. Also ich starte nochmal. Super. Also der Emulator ist nicht langsam mehr. Das Deployment ist immer noch langsam. So, also jetzt habe ich so eine rote Zeichenfläche, auf der möchte ich jetzt malen. Ne? Will Touch enablen. Inzwischen unterstützt der Emulator auch Multi-Touch. Also ich könnte jetzt mein Telefon durchrouten und dann auf mein Telefon Gesten machen, die würde dann auf den Emulator durchrouten. Das ist ein bisschen komisch, das API, deswegen machen wir nur mal Single Touch. Ich möchte jetzt auf diesen View Touch implementieren. Jeder View ist Touch-enabled. Ich werde also mal OnTouch überschreiben. Und ich bekomme jetzt in dieser OnTouch-Methode ein Motion-Event. Das beinhaltet alles, was da gerade passiert. Also was ist der Finger gerade auf der Glasplatte gelandet? Hat er sich gerade verschoben? Ist er hochgegangen? Oder sind mehrere Finger auf der Glasplatte, ist alles in diesem Motion-Event drin. Unter anderem für den ersten Finger hat er in GetX und GetY die X- und Y-Koordinaten. Also ich weiß, wo sich der Finger gerade befindet. Das finde ich gut. Jetzt muss ich noch wissen, was da gerade passiert. Ich switch mal wieder und sage, ich möchte wissen, was du gerade machst. GetAction. GetAction. Da gibt es zum Glück ein paar Konstanten. Die sagen zum Beispiel ActionDown. Finger landet auf der Glasfläche. Ja. Jetzt möchte ich meinen Pfad positionieren. Also der soll jetzt nicht zeichnen, könnte man auch machen, aber ich möchte ihn jetzt einfach dahin bewegen. Das ist die Operation Move2. Und das war's. Und mehr will ich da gar nicht machen. Wenn der sich dann anfängt zu bewegen, und wir Menschen schaffen das nicht, unseren Finger ruhig zu halten, also wenn wir den raufpassen, kriegen wir Android-H dann immer die ganze Zeit mit, wie hoch der Zittergrad ist. Wenn wir mal eine interessante Applikation schreiben. Android Move. Also wenn sich der Finger bewegt, dann will ich mal eine Linie zeichnen. Line through. Okay. Und dann muss der View noch Bescheid sagen, dass er sich verändert hat und sich neu zeichnen will. Ja? Also er muss sich invalidieren, wenn man so schön sagt. Er sagt so, Zeit nochmal on Draw aufzurufen. Also ich invalidiere mich selber und dann teile ich den Framework noch mit, return true, dass ich mich um das Touch-Event gekümmert habe. Okay, inzwischen wird mich Eclipse in der neuesten Version davor warnen, was ich da gerade gemacht habe, aber ich weiß gerade, was ich tue. Hoffe ich. Das ist ein schöner Entwicklerspruch, ich weiß schon, was ich da tue. Okay, probieren wir mal. Also, ich male jetzt auf einer roten Zeichenfläche. Wenn ich loslasse, passiert da nichts mehr. Wenn ich dann wieder den Finger bewege, also ich halte die Maustaste gedrückt, habe ich so meinen kleinen Zeichenview gemacht.
Das Ganze kann ich natürlich auch irgendwie transparent machen. Also ich kann jetzt hier versuchen, irgendwelche Transparentwerte mitzugeben. Müsste dann so ein bisschen helleres Rot sein. Und so weiter. Also ich kann da relativ viel machen und die anwesenden Grafikentwickler können da wahrscheinlich wirklich schöne Sachen mit zeichnen. Obwohl ich glaube, ihr nutzt alle Frameworks, oder? Ihr macht das nicht mehr selber. Okay. Custom Views. Ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Okay, habt ihr keine? Zum Schluss habt ihr auch mal Zeit, Fragen zu stellen. Okay, und dafür kann ich natürlich viel mehr machen. Ich kann jetzt anfangen, also ich kann jetzt erstmal generell noch ganz viele andere Dinge entwickeln und programmieren, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch so schöne Sachen auf Android machen. Ja, ich kann irgendwelche Layouts überschreiben. Ich zeige mal ein anderes Beispiel. User Interface. Es ist sehr übertrieben, damit man es auf dem Beamer sieht. Wenn man das in einer normalen Applikation machen würde, würde man es viel dezenter machen. Das ist so dieser kleine Spiegeleffekt, den man vielleicht auf einen vorbereiteten Emulator viel besser sieht. Sieht man manchmal ja so auf, oder eigentlich immer auf Verkaufsprospekten, das ist jetzt auch ein Emulator, dass das dann immer so ein Spiegeleffekt drauf sein muss, damit das schöne die Luft dann irgendwie spiegelt. Und das kann ich natürlich auch so in meine Applikation einbauen. Ich kann dann an der Stelle eben auch irgendwo anfangen, etwas zu zeichnen. Meistens mache ich das nicht ganz bis nach unten, das sieht ein bisschen unnatürlich aus, in so einer kleinen anderen Farbe. Wie gesagt, hier sieht das jetzt nicht so hübsch aus, aber auf so einer echten Applikation so einen kleinen Spiegeleffekt. Vielleicht kann ich den mit Accelerometer noch verbinden, dass der, wenn ich das Handy so bewege, der mal so ein bisschen spiegelt oder so. Man kann da also wirklich ganz schöne Sachen bauen. Dann, was ganz toll ist, das muss ich ansprechen, weil das eigentlich fast nirgendwo dokumentiert ist, ist das Alpha-Blending. Ich kann auch Sachen aufeinander legen und dann sagen, wie die miteinander kombiniert werden sollen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe zwei Grafiken und nur der überlappende Bereich soll dann überleben. Oder ich kann Over B, also das A und B, soll das dann ausstanzen. Das ist hier ganz nett, wenn man so irgendwelche Views ausstanzen will. Habe ich davon zum Beispiel dabei? Rounded ist da hier drin? Ich glaube nicht. Gucken. Das war das Ding. Nee, ich glaube, das brauche ich jetzt gerade nicht zu suchen, dass irgendwo in meinem Baum da versteckt. Aber also damit kann ich eben also ganz tolle Effekte machen. Das ist auch ganz schön. Jetzt bin ich ein bisschen schneller, als ich eigentlich sein wollte. Und ihr habt noch keine Fragen gestellt. Ich muss mir gerade überlegen, was ich euch noch zeigen kann. Was interessiert euch denn noch? Habt ihr noch spezielle Gebiete in Android, die euch irgendwie interessieren? Doch, das habe ich definiert. Das ist hier Color White. Color White. Das war jetzt eine kurze Frage, da kann ich jetzt nicht so viel Zeit schenken. Ich kann jetzt nicht in die Interna gehen. Ich hätte eine Frage. Du hast gerade gesagt, man kann jeden Bild was tun. Also man kann das auch ganz komplexe Bild sein mit vielen. Hört ihr mich? Ja. Ich habe eine Frage, und zwar, du hast gerade gesagt, das geht auch mit ganzen Views. Also das heißt, das Maskieren und Alpha-Einstellungen und so, geht das auch mit ganz komplexen Views? Also das heißt, wo Listen und Buttons und so weiter drin sind? Diese Aktivitäten, ja klar, das geht auch. Also die Frage war, kann ich jetzt eigentlich nur einfache, primitive Views irgendwie mit Alpha werten oder maskieren? Also nee, das kann ich natürlich mit ganzen Aktivitäten auch machen. Es gibt zum Beispiel auch Themes, die sagen einfach, diese Aktivität ist jetzt durchsichtig. Zeige ich mal kurz, dass, wie man sich dann also jetzt für Aktivitäten sowas machen kann. Ich habe hier die ganzen Themes und ich kann ja auch sagen, Theme nehmen wir jetzt den Holo-Dialog.
quasi. Ich habe, glaube ich, das Weißchen gestartet, also nochmal zurück hier. Und was hat er dann gemacht? Wie gegen Konflikt Nordrhein-Schimmer ist ein spannender Fehler, der eigentlich nicht auftreten darf. Will das nochmal? Nee, hat er noch keine Lust. Also ich probiere es noch einmal und dann muss ich die Applikation wechseln, weil irgendwie es ist immer so spannend vor 100 Leuten. Hast du den Emulator, hat er beschleunigt? Also GPU-beschleunigt? Habe ich bei denen, muss ich schaue ich mal nach. Edit, GPU enabled, ja. Das könnte das Problem sein. Na, ich habe es gerade gestern genau das auch gemacht. Also so ein Emulator, der hat so eine gewisse Lebensdauer, den habe ich fürs Training benutzt die letzten 3 Tage. Also es kann sein, dass der jetzt auch sein Ende erreicht hat. Ich versuche aber. Ich hatte mal einen guten Freund als Emulator, der hat mich 4 Monate lang begleitet. Ich habe so richtig lieb gehabt, der wurde dann immer langsamer, weil ich schon so eine lange, tiefe, persönliche Beziehung zu ihm hatte. Habe ich dann leben lassen, bis er dann irgendwann grandios aufgehört hat zu existieren. Ich versuche eine andere Applikation, die auch so einen schönen visuellen Effekt zeigt. Ja. Nee, wenn das nicht mehr will, versuchen wir es nochmal. Dann nehmen wir doch mal lieber einen anderen Emulator, vielleicht den hier. Der ist ja inzwischen auch relativ schnell. Also zu deiner Frage, wie viel kann ich denn übersteuern? Ich zeige es gleich mal, sobald der andere Emulator gestartet ist, mal so ein ListView, was wir irgendwann mal zusammen mit einem Bekannten von mir vorgestellt haben. Der hat das ListView-Verhalten komplett überschrieben. Geht schnell, da muss ich da sein. So. Mal schauen. Eine Frage. Ja. Lass mich ganz kurz das hier zeigen, dann machen wir die nächste Frage. Die vielleicht indirekt eine Hilfe ist. Das gefällt mir sehr gut, der Ansatz. Du hast jetzt öfter an den XML-Dateien geändert und ich kenne das so, dass man dann gelegentlich das Projekt mal cleanen muss, damit der Emulator es wieder frisst. Ja, das war ein guter Tipp, aber ich habe das gleiche Projekt jetzt auf einen anderen Emulator, also das sah jetzt nicht nach dem Fehler aus. Den kenne ich tatsächlich auch, hat man früher sehr oft machen müssen. Aber ist danke. Ist das jetzt ausgefallen oder muss man das jetzt nicht machen? Man muss es weniger machen. Also wenn man so in der Zeitspanne zurückgeht, vor 1,5 Jahren war im Prinzip jede Aktion in XML damit verbunden, dass man schnell nochmal Project Clean gedrückt hat, nur einfach aus Sicherheit. In den letzten Wochen musste ich das fast nicht mehr machen. Also, das ist also, wie gesagt, die sind auch viel besser, die werden auch immer viel besser. Ihr erinnert euch noch an den ListView. Hier ist mal ein ListView mit so einem 3D-Effekt. Jetzt sieht man auch, wie unglaublich schnell der Emulator geworden ist, oder? Nimmt einfach einen Emulator, den ihr vor 2 Wochen angelegt habt, ohne GPU-Enablement, und das geht nicht. Der fliegt, oder? Also, kann man gar nicht mehr zählen, so schnell ist das. Der Hintergrund ist dessen, früher hat der Emulator immer in Software gezeichnet. Also, er musste jeden Pixel malen. Wenn man sich einen ganz großen Emulator genommen hat, wird es auch immer schön viel langsamer. Vor 4 Wochen vielleicht schon haben die ein Feature eingeführt, die sagen GPU-Enablement. Und wenn die Hardware das mitmacht, dann rendert jetzt der Emulator direkt durch so eine Pipeline auf eurer GPU. Und deswegen ist der so unglaublich schnell. Deswegen kann man jetzt auch inzwischen im Emulator so schöne Effekte sehen wie, hier sieht man, wie es fliegt so rein. Ne? Vorher war das so ein 3-Stufen-Ansatz im Emulator. Es gibt auch jetzt Intel-Images, also ich habe jetzt noch ein ARM-Image hier laufen, weil die meisten Android-Systeme sind ja hardwaremäßig noch ARM-basiert. Dann muss ja ein QEMU-Emulator hochfahren, den ARM-Chipsatz emulieren und das auf das Intel, rübermappen. Das ist natürlich auch nicht das Schnellste. Intel macht da auch sehr viel. Die hat jetzt auch ein Telefon in China rausgebracht, Android-basiertes. Und jetzt gibt es auch Images von Intel, die sind dann nochmal schneller, da spart man sich das. Also ich habe jetzt hier nur GPU-Enablement eingeschaltet. Also im Prinzip völlig falsch, was du ganz am Anfang gesagt hast. Okay. Tut mir leid. Genau. Also das ist jetzt nochmal hier ein Beispiel, wo ich im ListView so einen 3D-Effekt beschrieben habe. Da ist im Prinzip
im List-View. Man wird auch mit den Canvas-API-Angaben, da wird ein bisschen rumgerechnet, also je nach Position des Sinus, Cosinus und so weiter. Und dann wird eine Matrix-Transformation gebaut, ein Screenshot gemacht, der wird gedreht und das Ganze dann entsprechend hin und her geschoben. Also auch sehr schön, kann man auch sehr schön machen. Ich will nochmal ein anderes Beispiel zeigen, das so ein bisschen reinpasst in das, was ich gerade gezeigt habe. Also Integration von anderen Applikationen. Also jetzt mal mein tolles Fingerzeichen, so ein bisschen mit Hintergrund. Jetzt muss ich ganz kurz ein Foto machen, sonst geht das nicht. Machen wir schnell ein Foto. Ich will jetzt nicht meinen Rechner drehen, deswegen muss ich ein Foto von mir machen. SD-Karte ist voll, super. Klasse. Habe ich wohl die SD-Karte schon vollgeschrieben. Mal sehen, ob es trotzdem geht. Ich kann jetzt hier nämlich kein Image. Ich habe jetzt hier einfach die Image-Galerie integriert. Ich habe jetzt ein Pick-Intent einfach geworfen. Könnt ihr jetzt, wenn meine SD-Karte auch nicht vollgeschrieben wäre, dann könnt ihr jetzt ein Foto auswählen und kann hier noch die Zeichenfarbe ändern eigentlich. Habe ich sie nicht angeschlossen? Nee. Und das Ganze kann man dann auch speichern. Ne? Das baue ich jetzt nochmal schnell in meine andere Applikation ein, im Game Duel, so eine Action Bar. War ja auch ein spannendes Thema. Also ich möchte jetzt so ein Menü haben. Wir schauen mal, ob Game Duel auf den neuen Emulator läuft. Ne? Also ob diese Clean-Theorie stimmt. Nee, da hatte der Emulator wirklich gesagt, er will nicht mehr. Ich habe nur 4 Tage gelebt. Okay, ich möchte ein Menü anlegen. Also ich habe jetzt hier nochmal kurz zeigen. Game Duel. Ich habe hier so eine Action Bar. Da möchte ich jetzt einfach meine Menüeinträge reinmachen. Das heißt, ich sage jetzt XML, mein Menü, Finish und fange jetzt an, Menüeinträge anzulegen. Da sage ich einfach ID, passt mir jetzt gerade nicht. Menü Item 1. Titel, Refresh. Können wir noch ein Icon angeben. Ich nutze mal wieder die Code Completion hier. Okay, da habe ich einfach einen Menüeintrag eingelegt in meiner Hauptaktivität. Ich möchte den mal verbraten. Konkret Options Menü. Und ich sage einfach, inflate mir mal. Bitte dieses Menü. Findet er die nicht? Wo ist mein Menü hin? Das ganze Menü, mein Menü. Das hat auf dem falschen Projekt angelegt. Dann mal Refresh. Das mal ohne Icon. Und dann Menü. Okay. Jetzt habe ich hier oben das Menü. Das ist jetzt im sogenannten Overflow-Menü gelandet, weil ich nicht spezifiziert, wo das hin soll. Das ist jetzt so für Android-Anwender klar ersichtlich, dass da ein Menü ist. Will ich das jetzt immer da haben? Wenn Platz ist, kann ich zum Beispiel sagen if room. Und kann dann irgendwie diesen Eintrag, der jetzt ja relativ kurz ist, der da auch hinpasst, immer in meinem Menü. Jetzt habe ich den Refresh-Button da. Das ist viel besser als früher. Also Option-Menü ist ja im Prinzip, man hat früher diesen, habe es jetzt extra eingeblendet, hier dieses Option-Menü, das war Strategie jetzt. Button, den konnte man drücken, dann konnte man noch zusätzliche Aktionen durchführen.
Da habe ich tatsächlich mal mit einer Firma Usability Studies oder eine Usability-Untersuchung durchgeführt in den USA, wo wir LKW-Fahrer eine Android-Applikation gegeben haben. Die mussten dann auch ausfüllen, so einen Fragebogen, ob die Android schon benutzt haben. Teilweise haben wir schon 10 Jahre Android benutzt gehabt, den Fragebogen. Die haben das nicht gefunden, dass da ein Menü-Button ist. Also wir hatten dann viele Aktionen eben irgendwo im Menü hinterlegt. Ist ja ein ganz natürlicher Weg in Android. Da kommt man dann irgendwie nicht drauf, dass man da klicken kann für irgendwelche Aktionen. Ist ja auch frustrierend, man sieht ja nicht, ob da wirklich was hinter ist. Also in 3 Aktivitäten habe ich vielleicht irgendwas dahinter, in 5 nicht. Fühlt man sich ja wirklich blöd, weil man dann immer draufklickt und dann nichts passiert. Und wenn ich dann wieder irgendwann klicke ich drauf und dann sind wichtige Aktionen. Das ist also viel besser geworden. Das ist jetzt alles hier hochgewandert, wenn ich das will. Hängt ein bisschen von der Device-Konfiguration an, was dann da ist. Ich kann da ganz viel machen. Ich kann da eigene Custom-Views einbauen. Ich kann an der Stelle Share-Intents einbauen. Also ich bin im Prinzip, kann da alles gestalten, wie ich es will. Und damit meine Applikation viel besser und viel usable machen. Im Prinzip muss man das eigentlich in seine Android-Applikation inzwischen einbauen. Und da gibt es auch Open-Source-Implementierungen, die das erlauben, in Versionen vor Android 3.0 das zu machen. Das ist eine Frage. Kann ich mal kurz unterbrechen? Habe ich ein bisschen Ton? Ja, wir haben eine kleine Überraschung, die hast du vorhin schon angekündigt. Und zwar jeder, der eine Frage stellt, kriegt so ein Hütchen. Also ich glaube, ihr müsst sie nicht mehr. Wo war... Ich glaube, wir haben hier noch mehr. Oh ja, wir haben jede Menge. Bitte stell Fragen. Es ist gerade im Sommer ganz praktisch. Schön warm. Also ihr seht auch ungefähr, wie viel wir noch haben. Genau. Ich habe hier eine allgemeine Frage, weil nächste Woche ist Google I.O. Da soll angeblich oder man erwartet Jelly Bean vorgestellt werden. Jetzt komme ich hier natürlich zu der berüchtigten Frage zur Fragmentierung. Mhm. Du hast jetzt viel mit Ice Cream Sandwich, UI-Konzepten vorgestellt. Und es gab ja vor einer Woche eine Studie, dass es einfach nur, glaube ich, 6-7% oder noch weniger zurzeit überhaupt Android 4 haben. Studie, hast du da Tipps und Tricks? Okay, wir schauen uns mal kurz die Studie an. Also von allen Android-Geräten. Bei den Android-Geräten, das ist ja gut. Also es war auf jeden Fall unter 10%. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Was mache ich denn hier im Wort? Developer Android sieht so aus heutzutage. Wo ist die alte Seite? Irgendwann habe ich keine offiziellen Google-Zahlen. Oder die machen die einmal im Monat. Öffentlich die Stats. 7% heute Vormittag. Genau, gut. So, Developers. Und, die haben die Seite heute geändert. Fantastisch. Referenz, Guides, Trainings. Sieht ja erstmal sehr viel hübscher aus. Nur findet man hier nichts mehr. Also, es gibt ja auch gar keine genaue Zahl. Ich will trotzdem mal nachschauen, weil das finde ich eigentlich auch spannend. Ich glaube, Referenz war das früher. Ne? Design Distribute wahrscheinlich. Na egal. Also, man kann auf der Google Homepage kann man mal nachschauen, was die aktuellen Zahlen ist. Das liegt daran, dass wenn ihr ein Android-Gerät habt, hält Google Market netterweise konstant eine Verbindung mit Google Headquarter aufrecht. Darüber kriegt ihr dann eure Updates, darüber sagt euch eure E-Mail schneller als jeder Browser Bescheid, dass ihr eine neue E-Mail habt. Ich fand das, bevor ich das wusste, immer so beeindruckend, wenn meine Geräte auf den Tisch lagen und die also bing, 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 bing. Und im Browser dann kann man dreimal refreshen, bevor die E-Mail dann erscheint. Das liegt daran, jedes Android-Gerät, also Android-Gerät, hat eine Verbindung mit Google Headquarter und dadurch weiß auch Google, was die Geräte sind. Das war gestern 6,8%. Und das ist schon ziemlich viel, weil vor 6 oder 8 Wochen war es 0,2%. Also es wächst natürlich rasant. Trotzdem ist Fragmentierung Android ein wichtiges Thema. Ja, wir haben eben auch technische Mittel, damit umzugehen, sage ich jetzt mal. Meine Frage zielt auch darauf, ob du irgendwie uns Tipps, Tricks in der Hinsicht mitgeben kannst. Ja. Ich kann euch jetzt leider nicht die Liste zeigen. Also Tipps und Tricks ist im Prinzip, man muss sich dann entscheiden, für welche Plattform man eigentlich programmieren will. Also aktuell gibt es, jetzt muss man aus dem Kopf rezitieren, gibt es glaube ich noch 5-6% Android 2.1 im Einsatz. Ich glaube 0,4-0,6, also frühere Versionen, das ist irrelevant. 2.1 ist irgendwie 6-7%, 2.2 ist irgendwie 40 oder so. Also ist noch die grobe Masse ist Android 2.2, 2.3.
ist da, wo eigentlich so dieser Punkt ist, wo man eigentlich noch hin will als Entwickler. Gut, als Android-Entwickler haben wir natürlich auch technische Möglichkeiten, mit diesen Dingen umzugehen, und das müssen wir eigentlich auch. Man kann das Android, mit Android kann man Layouts hinterlegen für verschiedene Bildschirmauflösungen. Das Gerät wählt dann automatisch aus, welches Layout wird benutzt. Das gleiche kann ich für Icons machen in verschiedenen Auflösungen, und das muss ich auch. Also sonst sieht meine Applikation auf dem HTC Desire gar nicht aus oder schrecklich aus und auf dem Tablet noch schlimmer. Seit Android 3.0 gibt es die Fragmente. Damit kann ich noch flexibler meine Applikationen bauen. Dann kann ich also links eine, oder ich habe auf dem normalen Telefon eine Liste von E-Mails. Wenn ich raufklicke, habe ich die Detailsicht. Auf dem Tablet setzen sich die gleichen technischen Komponenten zum dicken Bildschirm zusammen. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also die Welt schimpft ja immer so auf Fragmentierung in Android. Scheint trotzdem ganz gut zu funktionieren für Android. Denke ich immer, also das scheint kein Problem zu sein. Vielleicht ist das ja einer der Gründe. Ich glaube tatsächlich, marketingtechnisch ist das sogar ein Vorteil, weil der Bruder meiner Schwester hat, meine Frau, ist eigentlich, Bruder meiner Schwester ist eigentlich, sagen wir mal, früher mit iPhone aufgewachsen. Irgendwann kam er mit Android-Telefon an und sagte dann, ja, wie sagst du das, wann hast du ein Android-Telefon? Ja, ein iPhone hat ja jeder. Also man kann sich mit Android-Telefonen natürlich auch so ein bisschen absetzen. Wir wollen ja alle Individualisten sein, und da kann man sich so ein großes Android-Telefon, ein Samsung Note, und dann, das passt dann gut in die Handtasche, oder man holt sich so ein kleines Telefon. Also ich glaube, das ist verkaufstechnisch tatsächlich ein Vorteil. Wir Entwickler haben dann den Spaß, mit Designern zusammenzuarbeiten, die uns Icons in 6 verschiedenen Größen machen, auf verschiedenen Geräten zu testen. Aber ich denke, jede Plattform muss sich früher oder lang damit auseinandersetzen. Zum Beispiel iPhone, glaube ich, läuft es direkt auf dem iPad. Ich glaube, das sind sogar 2 verschiedene Entwicklungslinien, die ich da machen muss. Auch irgendwann wird das iPhone nicht mehr seinen Formfaktor behalten können, glaube ich. Und ja, deswegen. Also ich denke, das ist eigentlich kein Problem. Eine Frage dazu, weil ich gerade in der Situation bin, dass ich überlege, auf welche Technologie ich setze. Eine Überlegung von mir, was ist jetzt? Ich habe auch Android-Geräte zu Hause, und der Chrome-Browser, der jetzt momentan im Beta ist, soll ja, vermute mal, auch Jelly Bean vielleicht jetzt als Standard mitgeliefert werden. Mhm. Und der ist auf jeden Fall jetzt HTML 5 fähiger als der Vorgänger. Und wie siehst du das? Ist der Trend dann, dass man sagt, okay, wie gehe ich jetzt auf HTML 5 Apps Entwicklung, oder was hältst du von Chrome Gap? Ist es manchmal mehr Sinn, um HTML 5 und auch Cross-Plattform-Entwicklung zu gehen? Das ist, glaube ich, eine Meinungssache. Also ich glaube, wenn man Webentwickler ist, macht das Sinn, darauf zu setzen. Ich komme jetzt eher aus der Java-Welt, also ich finde das jetzt eher nicht so sinnvoll. Also es ist ja klar und definitiv gesichert, dass das Web und HTML5 die Zukunft ist. Das ist klar. Ist deshalb jetzt ein iPhone-User bereit, eine Web-Applikation zu benutzen, die so ähnlich aussieht wie ein iPhone? Weil ich glaube, die sind da nicht so tolerant. Also ein iPhone-Benutzer, da muss eben der Zurück-Button muss links oben oder rechts unten sein. Das sind ja immer dann irgendwo. Die müssen aber sich so anfühlen, so wie ein iPhone. Ne? Und Android ist das eigentlich auch so. Also es muss schon ziemlich dicht integriert sein. Also ich persönlich mag ungern Web-Applikationen auf Mobil benutzen. Können wir kurz eine Umfrage machen. Wer benutzt gerne Web-Applikationen auf dem Handy? Okay. Also 4 Leute von einer Menge. Der aktuelle Browser, der ist wirklich schlecht. Also ich hoffe auch, dass es in anderen Sachen kommt in den nächsten 1-2 Jahren. Also ich glaube schon, dass in 5 Jahren sehr viel mehr webbasiert sein wird. Das ist gar keine Frage. Also aber heute, wenn man da vernünftig arbeiten will, glaube ich, ist das eher noch angeraten, da auf dem Telefon zu machen. Ich glaube, native Applikationen auf dem Telefon haben noch eine längere Lebensdauer als native Applikationen auf dem Desktop. Die sind ja irgendwie grottenschlecht auf dem Desktop. Ja. Mütze hast du schon? Ja, vielleicht noch das Mikrofon weiter. Wie sind das bei Android mit den Versionen? Also darf ich das rüberwerfen? Ich habe schon eine Mütze, aber ich will die nicht aussetzen. Zu dir, du hast doch noch genehm, du hast keine Frage gestellt. Ich glaube, die Regel ist eine Frage stellen. Also ich kenne es beim iPhone, ist es halt so, dass man sagen kann, für welche Version man entwickelt. Das heißt also, für welche sie exportiert wird. Und wie ist das bei Android? Das heißt, du sagst jetzt, die neueste ist 4.0, aber da gibt es gerade mal 2% Geräte, die das 7 können. 7, 7. Okay. Aber nicht untertreiben. Also bei Android habe ich 2 Einstellungen. Also hier der Projektwizard nochmal, den wir ganz kurz gesehen haben. Hier sage ich, wogegen ich kompiliere. Also ich entscheide mich jetzt gegen Google und Android. Ein bisschen flachlässiger, was das jetzt ist.
Also ich sage jetzt hier, ich kompiliere gegen das Neueste und Beste. Und dann kann ich jetzt hier nochmal sagen, was ich denn als Minimum voraussetze. Und dann sage ich jetzt mal 10. 10, ja, also. Also das heißt, ich kann das angeben. Ich kann sagen, wogegen kompiliere ich und was ist meine Minimum-Voraussetzung. Und das macht jetzt vielleicht so wenig Sinn, wenn man das so denkt. Das ist was für Quatsch. Ich kann dann im Coding eben abfragen, wo bin ich gerade. Und dann kann ich so Codeweichen einbauen. Also wenn ich auf Icecream Sandwich bin, dann starte ich das. Ansonsten starte ich das. Das ist nicht schön. Also das macht dem Programmierer auch keinen Spaß. Solche Codeweichen sind eher unangenehm. Aber damit kann man dann so bessere Funktionalitäten in höheren Releases nutzen, wenn man einfach in älteren Versionen ausschaltet. Es gibt aber auch das sogenannte Kompatibilitätslayer, dass viele Dinge, die in späteren Versionen implementiert wurden, auch wieder rückwärts verfügbar macht für ältere Versionen. Da muss ich ein bisschen andere Klassen benutzen, vielleicht ein bisschen anders programmieren, aber da funktioniert es auch in älteren Versionen. Jetzt haben wir, glaube ich, hier in der Ecke schon länger die Handzeichen. Zum Beispiel so ein Menü wie Actionbar ist ja bei Android 2.1 noch nicht vorhanden. Das heißt, ich könnte sie mit dem Kompatibilitätslayer machen, aber verwirre ich dann nicht vielleicht den Android 2.1-User, weil er kennt es nicht und dann doch lieber das Ausfuhrmenü dann als Weiche einbauen? Ich wiederhole kurz deine Frage, weil du gerade kein Mikro hattest. Also ich könnte das Kompatibilitätslayer benutzen, um die Actionbar darzustellen, aber ist das nicht verwirrend für einen Benutzer 2.1? Also erstmal, die Actionbar ist nicht ein Kompatibilitätslayer. Da muss man eine Open-Source-Implementierung benutzen, die ist aber sehr gut, Actionbar Sherlock. Also ich glaube, die Actionbar verwirrt keinen. Also das Optionsmenü ist, glaube ich, verwirrender als die Actionbar. Und natürlich gibt es Sachen, die verwirren, das ist klar. wenn da irgendwie so, das ist ja auch so, also wenn jetzt jemand ein Tablet hat und der ist vielleicht kein ITler und der kriegt dann über Nacht ein Update eingespielt und hat plötzlich die neueste Android-Version. Das kann natürlich schon ungewöhnlich sein. Ja. Also wenn man da Angst hat, seine Benutzer zu verwirren, dann sollte man darauf reagieren, aber das ist eben ganz schwer abzuschätzen, was da die Auswirkungen sind. Wenn ich jetzt alt aussehe auf einem alten Gerät, freut das meine Benutzer oder sind die frustriert? Also die Tendenz ist ja eher so von der, sag mal, jüngeren Benutzergemeinschaft, die wollen immer das Neueste und Tollste haben. Also wahrscheinlich gewinnt man mehr, wenn man versucht, hübsch dann die neuesten Features zu nutzen. Versucht ihr mal eine Mütze am Kopf zu werfen? Ja, Entschuldigung. Okay, haben wir noch Fragen? Du hast ein Mikro, du darfst reden. Ja, ich habe mal eine Frage zu den Frameworks, die in verschiedenen Programmiersprachen eben auf verschiedene Geräte kompilieren. Wird sowas in steigender Versionsform auch gern gesehen von Android? Oder also verliert man da Performance, verliert man da in irgendeiner Hinsicht? Oder sollte man wirklich nativ damit Java anfangen, die Apps zu entwickeln? Also du meinst wahrscheinlich so Cross-Generatoren? Ich kenne zum Beispiel Titanium, wo ich vor anderthalb Jahren damit programmiert habe. Und es klappt zwar nicht immer, aber wird es besser, also bewiesen so eine Version das auch an, dass es besser wird, oder wird sowas eher abgegrenzt, dass man sagt, okay, wir versuchen unseren Code so zu schreiben, dass man so eine Cross-Plattform-Kompilierung gar nicht zulässt? Also das ist in Android eigentlich relativ offen. Also es gab ja mal auf einer anderen Plattform irgendwie so ein Aussperren von anderen Technologien, das hat man in Android nicht. Es gibt auch Scripting-Frameworks, da kann ich in Python meine Applikation schreiben und das ist eigentlich komplett offen. Also da braucht man sich noch keine Sorgen machen, dass der Google irgendwie sagt, das wollen wir nicht oder so. Die haben es geschafft, trotz äußeren Drucks da offen zu bleiben. Da haben schon viele gedacht, oh, mit Apple, die sind ja so stark und so kräftig, da muss jetzt auch Google das Modell ein bisschen ändern, dieses offene Modell. Das haben sie in schwierigen Zeiten geschafft und jetzt haben wir schöne Zeiten. Also warum sollten sie das jetzt noch ändern? Also das glaube ich nicht. Gibt es da speziell irgendwelche Sachen, die man gar nicht damit machen könnte jetzt? Von den einzelnen Sachen jetzt vielleicht um so einfach gesagt einen Button zu gestalten. Irgendwas Schwieriges halt, was ein kompliziertes ist, was man dann nicht machen könnte. Das mit irgendwelchen Frameworks, das hängt ja vom Framework ab. Ne? Ja, aber allgemein so, dass man. Da ist mir jetzt nichts bekannt. Also es gibt schon natürlich schon Sachen, die irgendwie dann auf Systemservices dazugreifen. Also wenn es jetzt eine reine HTML5-Seite ist, dann kann man bestimmt ein paar Sachen nicht, und die Frameworks arbeiten ja auch drumherum und so. Also die machen das eigentlich auch schon ganz gut. Also PhoneGap, glaube ich, kann auch native Android-Services ansprechen und
Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen. Also je nach Framework gibt es ja unterschiedliche Grenzen, aber jetzt keine vordiktierten von Android. Danke. Okay, jetzt ist du da hinten. Du hattest vorhin gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt den Emulator beschleunigen kann. Kannst du das kurz sagen oder ist das zu viel auf einmal? Nö, das, also die, was ich dann gerne nutze, ist, wenn ich einen neuen Emulator anlege, GameDuel, dann nutzt man ja ganz gerne den neuesten, weil der weniger abstürzt. Snapshot enabled wäre eine Beschleunigung, die ist aber kontraproduktiv zu einer anderen Einstellung. Also was am meisten bringt auf den meisten Rechnern ist, wenn man das, ein bisschen nett benannt, GPU-Emulation, also dieses FLAG, GPU-Emulation, einschaltet. Das klingt doof, ne? Ich habe den Xavier, der das leitet, das Projekt auch schon bestätigt, dass es ein bisschen verwirrend ist. Also eigentlich ist das jetzt, wenn ich das auf jetzt setze, dann nutze ich natives GPU-Rendering. Ja? Und wenn mein Rechner das unterstützt, dann ist das ganze Rendering auf den Emulator sehr viel schneller. Wenn ich den Emulator schneller starten will, dann würde ich die Snapshot enabled ansetzen. Dann ist das allererste Mal immer noch langsam, aber das zweite Mal viel schneller. Leider beißen die sich. Also der wird zusammen mit denen aktuell nicht unterstützt. Also muss man sich ein bisschen entscheiden, will man schnell einen Emulator haben oder schnelle Startzeiten. Wenn der Rechner das dann mitmacht, kann man auch, das ist jetzt bei mir gar nicht installiert, kann ich jetzt hier auch eine andere Architektur auswählen, also nicht ARM, sondern Intel. Das soll auch rasant schnell sein. Da habe ich persönlich beim neuen BIOS ein kleines Problem. Der will nicht das machen, was ich will. Aber so auf Mac und Windows soll das sehr gut funktionieren. Das sind so die kleinen Stellen. Okay. Habe ich dir schon eine Mütze zugeworfen oder versucht? Ja. Das ist sehr volumig, da muss ich sehr stark werfen. Okay, also irgendwo hinten waren ganz viele Fragen. Du hast die Sicherheit für Sie gemacht. Ja, vielleicht hörst du mich auch ohne Mikro. Ja. Ich höre dich gut, ja. Wenn man dir jetzt anbieten würde, ein Spiel zu entwickeln, sagen wir so Angry Birds-mäßig in dieser Komplexität, wie würdest du das machen für Android? Also ich persönlich würde dann wahrscheinlich meine Kumpels fragen, die das machen. Wenn du keine Kumpels hättest. Ich habe Zero. Dann würde ich wahrscheinlich Spiele entwickeln, um Kumpels zu bekommen. Das stimmt. Also ich würde, da gibt es mehrere Frameworks, die recht populär sind. Das Emt Engine ist ganz populär für 2D-Spiele, in Deutschland auch. Zynga ist der Entwickler jetzt. Also die, wie hieß das, dieses Farmville haben die, glaube ich, geschrieben. Also Gameboy-Konkurrent. Der hat ein Engine geschrieben, was ganz gut ist für 2D-Spiele. Da muss man dann nur so ein paar Sachen einstellen, da kann man so hin und her fliegende Pegel haben. Da gibt es noch von anderen Bekannten von mir, von Mario, Nachnamen vergessen, auch eine Library, die ich auch gerade vergessen habe. LibGC, glaube ich, oder so. Die soll auch super sein, aber die habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Engine habe ich mal ganz kurz mitgespielt. Das ist ganz gut. Und dann würde ich natürlich ein Buch von Mario kaufen. Das ist ganz gut. Amazon.de. Android Game Development. Android Game Development. Da weiß ich auch gleich mal das Nachnamen wieder. Ups, von Mario. Genau, Zechner. Also gibt es auch schon eine neuere Auflage. Der beschreibt das jetzt ohne Frameworks ganz gut, also da geht dann relativ aufs Canvas API ein. Das würde ich mir dann wahrscheinlich durchlesen und durcharbeiten und dann versuchen, dann was zu machen. Aber eigentlich nutzt man da schon immer Frameworks. Ja. Also ich hatte noch eine Frage und zwar... Ja, muss nur mal zu kriegen. Könnt ihr die mal durchgehen zu den Herren? Und zwar nochmal zu einem Canvas. Du hattest vorhin dieses Canvas gemalt und da drin rum, also dann selbst gezeichnet. Und ich wollte wissen, kannst du die, ist es ein Vektor, den du ausrechnest oder wie wird das gezeichnet? Kann ich da also die Punkte rausziehen oder wird das in Array gespeichert? Oder? Also mein einfaches Malbeispiel da gerade eben meinst du, da habe ich es einfach in eine vordefinierte Variable gespeichert, Path, der merkt sich einfach x, y Koordinaten und kann die dann abzeichnen. Da gibt es dann noch viel mehr Operationen. Ich glaube, man kann auch einen Shader draufsetzen, eine Matrix-Transformation und so weiter. Da gibt es noch ganz viele Dinge. Ich hätte mir die auch selber merken können. Da gibt es auch Operationen Draw Cycle, Draw Text, Draw Rectangle, also die ganzen Operationen, die man so haben, will fürs Zeichnen und damit kann man irgendwie machen.
den Pfad kannst du auf jeden Fall auswählen. Und ja, ja. Also, da, genau. Also, da geht auf jeden Fall. Ja, also, muss auch eine Mütze kriegen. Wir haben noch zwei Mützen. Klappt gut. Ich habe gehört, hier werden wenig Fragen gestellt. Also, die Mützen sind wahrscheinlich sehr populär. Ja, also zum einen, weil du noch meintest, du hattest mit dem HTC Desire und dem HTC Sense ein paar Probleme, weil es ja andere Farben hatte als das Standard-Android-Team. Ich habe es mir irgendwie angewöhnt, immer jetzt mittlerweile auf Geräten zu testen, aber würdest du jetzt empfehlen, dass man dauerhaft besser mit einem Emulator fährt und den Emulator in verschiedenen Densities setzt, damit man in verschiedenen Gerätgrößen emulieren könnte? Oder wann würdest du sagen, lohnt sich wiederum ein richtiger Hardware-Test für sowas? Inzwischen würde ich eigentlich immer auf Hardware testen. Die sind ja auch inzwischen relativ günstig. Man kommt gut an verschiedene Hardware ran, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich schon sinnvoll. Hängt immer ein bisschen von der Firma ab. Ich habe auch schon bei einer Firma implementiert, die haben keine Geräte gekauft. Und immer mit privaten Geräten irgendwie ist auch nicht so ideal. Wahrscheinlich ist das heutzutage auch schon kein Problem mehr, aber da wurden dann bei privaten Geräten irgendwie Verkaufsdemos gegeben und sowas. Das hat mir dann auch irgendwie nicht so gefallen. Also dann haben wir dann irgendwie aber gesagt, wir kriegen unsere Geräte nicht mehr. Und dann haben sie die Geräte dann auch gekauft. Also hängt einfach davon ab, aber eigentlich macht es Sinn, testen, entwickeln eigentlich auf echten Geräten. Emulator ist eben gut, wenn man mal loslegen will, wenn man anfangen will, ein bisschen rumspielen, wenn man vielleicht mal ganz exotische Konfigurationen testen will. Nicht jeder möchte sich jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Handys zu Hause hinlegen. Also wenn man es privat entwickelt, da hat man vielleicht ein, zwei Geräte und dann den Rest versucht man Emulator abzudecken. Also es ist immer so ein bisschen, wo ist man gerade in seiner Android-Entwicklerkarriere? Ist man ein Hobbyentwickler, der das erste Pong-Spiel nochmal programmiert und dann verklagt wird, weil der Pong-Name geschützt ist? Und oder sollte man aber eigentlich auf Geräten. So. Du darfst die Frage stellen, du hast mir mal geholfen. Christian, die letzte Mütze. Du hattest vorhin noch das Bauen mit Arndt und Maven erwähnt. Das ist jetzt vielleicht mal ein bisschen high-level die Frage, aber hast du zum Beispiel mit Maven schon Erfahrung gemacht bei Android? Ja. Gerade bei Eclipse habe ich da massive Probleme festgestellt, wenn es zum Beispiel um die Integration von Library Projects geht. Dass, wenn ich die Library zum Beispiel mein Maven Repository local installiert habe und es über die Kommandozeile baue, funktioniert es ganz gut. Aber die Dependencies werden auf den Eclipse sehr schlecht aufgelöst. Hast du da irgendwie so ein Allheilmittel gefunden? Also, ich habe mit Maven schon gebaut, ich habe auch schon mit anderen Projekten gebaut. Wenn wir dann mit Maven bauen, bauen wir auf Command Line. Also, dann baue ich eigentlich nicht über Eclipse. Das soll ganz gut funktionieren, da gibt es ja dieses Maven-Plugin, das beißt sich mit Android, da gibt es aber dieses Open-Source-Zusatz-Plugin, was Maven dann mit Eclipse irgendwie verheiratet. Also ich tatsächlich, wenn ich so Eclipse entwickle, dann nutze ich einfach ADT, also Android Development Tools, um zu deployen und auf Command-Line wird dann, oder auf dem Server, Continuous Integration, wird dann immer über Maven oder präferiert über Arndt gebaut. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. In Eclipse, das habe ich gehört, soll schwierig sein, habe ich mir jetzt selber noch nicht angedacht. Alles klar. Okay. Jetzt gibt es keine Mützen mehr, jetzt bin ich gespannt, ob es noch Fragen gibt. Ich kann meine weitergeben. Wir haben noch eine Mütze. Nochmal Thema Fragmentierung. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen bei der Spieleentwicklung. Die haben ja gesagt, für unterschiedliche Displaygrößen müssen auch alle Ressourcen vorhanden sein. Also wenn ich jetzt meine Actionfigur habe, die muss ja dann in unterschiedlichen Größen vorliegen. Wie ist es in der Praxis? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Ressourcen in einer App drin sind. Oder werden mehrere Apps in Varianten der Apps generiert, die dann für die Endgeräte anders ausgeliefert werden, also im Market? Nee, ist schon so, dass es geht, dass ich inzwischen verschiedene APKs hinterlege für verschiedene Android-Versionen. Aber eigentlich ist es schon so, dass man eigentlich alles in die App packt. Und dann wird dann zur Laufzeit das eben ausgewählt. Spieleentwickler legen ja meistens alles in einen nicht verwalteten Ordner, das ist Assets. Und da sind dann die ganzen Icons drin und so, die skalieren dann teilweise auch selber hoch. Die schließen teilweise auch in ihrer Konfiguration bestimmte Device-Größen aus. Also wenn ich jetzt irgendwie ein cooles Ballerspiel habe, dann brauche ich vielleicht eine bestimmte Größe. Ich kann ja auch Hardware-Features im Android-Manifest verlangen. Ich brauche vielleicht eine Kamera oder einen Akzelerometer. Und die schließen dann eben einfach auch Sachen einfach eventuell aus. Ne? Und dann brauchen sie sich auch darüber nicht kümmern. Öfter Spiele, die jetzt nur für HD sind, die haben dann halt Ressourcen für
bessere Auflösung. Genau. Ich kann auch immer skalieren. Also wenn ich jetzt eine gewisse Unschärfe auch in Kauf nehmen will, das geht ja auch. Also Android skaliert automatisch auch für mich, wenn ich also diese Standardkomponenten benutze. Aber ich kann auch jederzeit irgendwie die Dinger skalieren, die Bitmaps, und sich dann der Größe des Gerätes anpassen. Wird dann vielleicht je nach Ding ein bisschen pixeliger, aber dann wird man zumindest unterstützt. Aber ich bin keine Spieleexperte. Also ja, wahrscheinlich andere dann, die vielleicht besser das beantworten können. Du kriegst, glaube ich, die Mütze von den Herren, die Mütze nicht will. Ich hätte mal zwei Fragen. Und zwar einmal hätte ich Interesse so zur Inspiration an der ListView mit 3D-Effekt. Mhm. Kannst du das irgendwo veröffentlichen, das Projekt, oder ist das strikt vertraulich? Nee, das liegt auf GitHub, das Projekt. Kann ich dir nachher mal die Adresse raussuchen. Also das wäre super. Und meine eigentliche Frage ist, ich habe das Problem, dass meine Kunden immer gerne wollen in der ListView, wenn ich ein Item touche, dass sich nicht nur der Hintergrund ändert mit der Selection Color, sondern auch, dass sich die Textfarbe ändert. Mhm. Und wie würdest du das jetzt idealerweise lösen? Also ich baue das halt immer so, dass ich halt in der View halt einen Touch-Listener zufüge und dann mit Motion Events gucke, ob er gerade klickt oder wieder losgelassen hat, um dann die Farbe zu ändern. Das finde ich halt irgendwie ganz schön suboptimal. Und gibt es da was Besseres, oder? Ja. Wir haben schon mal implementiert, dass, der das per Drag and Drop verschieben wollte. Da muss man dann eben auch in den ListView eingreifen. Klingt jetzt nicht verkehrt, was du da sagst. Also das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Müsste ich mal drüber nachdenken, dann können wir vielleicht noch machen. Ich fand es halt nur blöd, da auf jede View halt einen Touch-Listener noch zu setzen, weil die ListView selber das halt nicht hinbekommen hat. Mhm. Du kannst ja eine ListView auch überschreiben, ne? Also du kannst ja auch da das Verhalten ändern. Ja, also da könntest du rein. Also das ist auch das Beispiel da von mir mit diesem 3D-Effekt, da habe ich ListView überschrieben. Oder wir haben da ListView überschrieben und dann das Zeichnen da einfach dann angehört. Genau. Es liegt getappt. Du kannst so Selektoren festlegen für verschiedene Ressourcen, die dann, je nachdem, ob es getouched ist, gefokust ist oder ähnliches. Also das geht auch für Text. Ja. Du kannst das für Text zum Beispiel dann auch, wenn du eine Textview erweiterst, könntest du es auch machen. Meine Tabelle, Zeile, das sind nicht einfach nur Texte, da sind dann die südlichen Textfelder drin, aber noch eine Grafik und keine Ahnung was. Ja. Wenn sie das alles ändern soll, wenn er die Zeile anklickt. Naja, dann musst du es halt alles erweitern, aber das ist durchaus möglich. Ja, ich glaube, wir wollen einen einfachen Weg, aber. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht. Meine Stoppuhr hat irgendwann gesagt, dass die Fragerunde ist, und da waren wir schon lange in der Fragerunde. Ich glaube, wir haben so ein paar Minuten, 5-6 Minuten oder so. Also stellen weiter Fragen. Ich habe noch auch eine zu Kunden. Wenn es schon eine iPhone-App gibt und man soll die portieren, was sind da Sachen, die du den Leuten mitgibst? Weil oft sitzen dann ja da Experten, die dann die beiden Geräte nebeneinander legen und sagen, das sieht aber nicht gleich aus. Ja. Das Schöne bei portierten iPhone-Applikationen ist ja, dass man oft dann auch den Zurück-Button noch reinprogrammiert. Zum Beispiel. Also ich glaube, Quipe in den USA, das Bezahlsystem, die haben das auch. Die gehen in den USA mal rum und reden über Beautiful User Interface Design, und dann zeigen sie mir ja einen Screen, und da ist dann der Zurück-Button oben links. Wir haben ja einen Hardware-Zurück-Button. Also das ist immer das Doofe. Also gerade wenn man so mit Unternehmen redet, die bis jetzt nur iPhone gemacht haben, wie du sagst, die wollen dann im Prinzip einen Klon haben, ne, auf Android. Ist eben nicht Android-spezifisch. Man kann denen das manchmal ausreden, manchmal nicht. Und dann hat man da eben so einen Zurück-Button oder versucht, so ein Farbschema zu finden wie das iPhone. Ist dann eben eher unnatürlich auf Android. Jetzt, wo Android Marktführer ist, ist das ein bisschen weniger ein Problem gewesen. Also Nischen-Applikation, da war es noch ein bisschen häufiger. Ja, also das Problem ist ja so ein bisschen, das iPhone ist ja jetzt aktuell in den Vorständen drin. Also die haben ja alle jetzt gerade ein iPhone, ein iPad, und das finden die auch ganz toll. Und deswegen bringt das jetzt auch so ein bisschen nach unten von oben. Ja, da muss man den so programmieren, dann ist das, die Akzeptanz vielleicht bei den Nutzern nicht so groß.